Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ja, ich bin gerade in Maddys Zimmer und habe mal die Heizung ausgestellt. Ja, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wundert euch nicht, meine Stimme, ihr hört es bestimmt, ich bin so ein bisschen angeschlagen. Hab mich bei meinem Kleinen angesteckt. Maddy war jetzt die letzte Woche sehr krank, hatte mega den Husten und war einfach total erkältet. Hat die meiste Zeit natürlich mit mir verbracht und hat bei mir geschlafen, hat mich angehustet und ja, jetzt habe ich lange durchgehalten, aber jetzt, wie ihr hört, hat es mich ein bisschen erwischt. Ja, bei mir geht es schon wesentlich besser und deswegen drehe ich heute auch mein Video. Ihr müsst allerdings mit diesem Anblick klarkommen. Ich sehe ein bisschen kaputt aus. Wir haben auch schon 3:30 Uhr, das heißt, wir haben schon ganz schön spät für einen Vlog. Dennoch wollte ich euch gerne mitnehmen heute so ein bisschen, wie wir hier zu Hause unseren Nachmittag und Abend gestalten. Denn wir haben jetzt Mitte der Woche und bald sind Herbstferien auch bei uns. Noch haben die Kinder Schule, morgen noch den letzten Tag. Ja, die Kinder schreiben jetzt aber echt noch ganz schön viele Arbeiten, wofür Marlon auch jetzt gerade noch am Lernen ist. Genau, die beiden Großen, also Maddy ist jetzt gerade wach geworden vom Mittagsschlaf. Die sind noch im Wohnzimmer und spielen da. Ich wollte jetzt hier mal noch ein bisschen klar Schiff machen, mir dieses Zimmer aufräumen und ich nehme euch einfach so ein bisschen mit heute über den Nachmittag und Abend, wie gesagt. Zeige euch so ein bisschen unsere Abendroutine vielleicht, mal gucken, was ich aufnehmen kann. Solange es mir gut geht, filme ich für euch und wenn ich dann merke, oh, abends ist sowieso immer so, geht es einem nicht ganz so gut, dann melde ich mich dann einfach entweder einen Tag später oder ich beende das Video. Aber ich glaube tatsächlich, dass ihr auch Verständnis dafür habt. Ihr seid immer so, so herzliche Menschen in den Kommentaren. Also ich bin einfach total happy, euch als meine Community zu haben. Genau, hier im Hintergrund seht ihr schon, habe ich einiges aufgeräumt und weggeräumt. Mal das ganze Duplo wieder reingepackt, dass ich hier den Boden einmal wischen konnte. Deswegen steht es da oben noch. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal gucken, was Maddy und Noxy machen. Wir gucken mal, ich glaube, Marlon wollte lernen oder lesen. Ah, hallo. Hallo. Bist noch am Lesen? Ja. Und Deutsch hast du auch schon angeguckt, ne? Mhm. Müssen wir gleich nochmal einmal zusammen durchgehen. Dann lasse ich dich einmal lesen, Marlon. Ja, bis später. Ja, hier, guck mal, der Flur sieht so aus. Ich sag euch, ich zeige euch die Wahrheit. Ich habe heute Mittag einfach meine Jacke hingeschmissen und Maddys Jacke vom Kindergarten und Mütze, denn wir brauchen sie ja gleich wieder, wenn wir Nimon abholen. Und wer kommt denn da? Oh, da versteckt sich jemand. Der Maddy ist nicht mehr da. Ist gerade wach geworden. Genau, das ziehen wir gleich wieder an, wenn wir Nimon abholen. Dann war ich heute Morgen noch eben einkaufen und habe Zwiebeln und Kartoffeln geholt. Die werde ich gleich in die Speisekammer einmal tun. Ja, dann werde ich jetzt hier gleich die Wäsche noch einmal abräumen, weil ich habe schon eine neue in der Maschine. Die müsste jetzt auch fertig sein. Genau, das mache ich jetzt gleich noch eben und gucken wir aber mal, was der Lennox macht. Ah, da bist du, Noxy. Hallo. Hallo. Dann gehen wir jetzt mal ins Zimmer. Hier liegt noch eine Pampers. Ich wollte mir die gleich noch einmal wickeln. So. Und noch seine Hose. Und dann gehen wir jetzt einmal ins Zimmer spielen, oder? Ja. So ein bisschen spielen gehen. Ich wollte aber gleich noch erstmal euch zeigen, was es bei uns heute zum Mittagessen gab. Sieht natürlich jetzt nicht mehr ganz so lecker aus wahrscheinlich. Es war aber super lecker. Ich habe nämlich Tortellini-Auflauf gemacht mit Mozzarella und Tomate überbacken. Ja, die Hälfte fehlt natürlich schon. Wir haben ja schon gegessen und der Rest ist dann für den Nimon noch heute Abend oder für die Kinder, je nachdem, wer noch was möchte. Ah, genau, was ich euch auch noch zeigen wollte. Ich war heute Morgen bei Kaufland und habe mir was gegönnt. Warte, ich zeige euch das mal. Lennox hat schon gerade aufgemacht. Einen neuen Sandwich-Maker. Der war nämlich bei Kaufland im Angebot. Und das ist auch noch ein XXL. Das heißt, ich bekomme hier 4 Stück rein. Das ist natürlich super für eine 5-köpfige Familie. Da muss ich nicht so oft da stehen, sondern bekomme direkt 4 rein. Dann habe ich mir von Russell Hobbs eine Grillpfanne gekauft. Die Form finde ich eben total toll, weil dann kann man kriegt man irgendwie mehr rein, habe ich das Gefühl. Und ich habe schon eine, die ist so geriffelt hier, genau. Ich habe schon eine Russell Hobbs Pfanne vom Kaufland und die ist so, so gut. Da brennt nichts an.
hier steht sogar auch weniger Öl oder gar kein Öl, braucht ihr wirklich nicht bei diesen Pfannen. Also die sind wirklich unbezahlte Werbung, klasse. Und dann habe ich mir noch einen ganz großen Topf gekauft. In der Größe habe ich nämlich auch noch keinen mit Deckel. Ja, die drei Sachen habe ich mir mal gegönnt. Genau. So, jetzt trinke ich erstmal einen Tee, weil meine Stimme versagt wieder. Luftbonbon im Mund. Jetzt geht es einmal ins Zimmer, ein bisschen spielen. Mama auch. Mama auch. Das ist so blöd, wenn man krank ist. Mach schon mal Licht an, ich komme. Ich stelle die Kamera mal kurz ins Kinderzimmer und renn mal schnell an die Wäsche. Meine Wäsche hier fertig. Da, die kann jetzt erstmal wieder trocknen. Was? Und Marlon und Maddie wollten eigentlich hier mit den Dinos spielen, aber doch nicht mehr, Maddie. Schon wieder langweilig. Dann hat Maddie mir die ganzen Schals in meinem Schlafzimmer geklaut. Da liegt noch einer. Hier, zwei Schals und ich suche die überall. Das ist ein Rabauke. Hm? Nein. Nein? Bist du keine Rabauke? Nein. So, dann räume ich jetzt nochmal diese Wäsche hier weg. Und dann bin ich fertig mit Wäsche. Ja, und das Ding ist die ganze Nacht gelaufen, wo Maddie so erkältet war. Das hatten wir uns letztes Jahr, glaube ich, gekauft. Genau. Das hat sich auf jeden Fall schon bewährt. Das ist so ein Luftbefeuchter. Richtig, richtig gut. Also da konnte er die Nacht immer gut schlafen. Ist aber eine normale Erkältung, ist ganz klar bei diesem Wetter jetzt. Wetterumschwung und so, ne, das ist nichts Wildes. Da muss jeder mal durch. Hm? Den Trecker? Ich glaube, dass der kaputt war für dieses, für die Figur Maddie. So, die zwei Schals, die räume ich gleich noch ins Schlafzimmer. Dann legen wir schon mal frische Klamotten für morgen für den Kindergarten. Ein Oberteil mit einer ganz süßen Hose. Die hatte ich letztes Jahr bei Zara gekauft. Moment, ich muss mal kurz gucken, wo hier hinten und vorne ist. So. So. Ich weiß nicht, in diesem Licht sieht man es jetzt gerade nicht so schön, aber die ist echt richtig süß, die Hose. Und dann dazu das Oberteil. Hast du da hingelegt? Ja. Oh, super. Toll, Maddie. Dann brauchen wir noch eine Strumpfhose. Die haben wir hier drinne. Ist auch schon überfüllt hier, die Schublade. Die muss ich mal aussortieren. Mit Klamotten, die nicht mehr passen. Da gibt es nämlich einige von. Und guck mal, was ich für coole Socken anhabe. Die habe ich mir Anfang des Jahres bei Zara gekauft für 2,50 Euro. Das sind so ganz, ganz dicke mit so Noppen dran. Jetzt für die Jahreszeit perfekt. Wenn ihr den C&A-Haul gesehen habt, dann habt ihr die auch gesehen. Ich habe die noch einmal in einer anderen Farbe. Ja, genau. Strumpfhose noch.
Dann ist das schon mal für morgen für den Kindergarten. Gehen der Mädi hat morgen noch mal Kindergarten. Ne? Bald sind ja Ferien. Ja, bald sind ja wie gesagt Herbstferien. Ich setze mich mal mit Mädi kurz hier hin. Eigentlich hatten wir wirklich vor, in den Herbstferien mal wegzufahren. Einfach mal raus von zu Hause, aber die Frage ist, wohin? Dann ist auch das Wetter natürlich jetzt nicht mehr so toll wie im Sommer, ne? Also momentan ist es hier nicht so schön. Ja, wir haben gesagt, wir machen einfach ganz spontan, wisst ihr, sind wir mal was, dass wir vielleicht einfach mal über Nacht irgendwo hinfahren. Wir wissen noch gar nichts. Niemand hat auf jeden Fall Urlaub die 2 Wochen. Das ist ganz schön. Und dann werden wir die Zeit auf jeden Fall als Familie genießen und nutzen, auch wenn wir dann zu Hause sind. Wie gesagt, geplant ist vielleicht mal einfach ein paar Tage wegzufahren. Aber wenn wir das tun, nehmen wir euch auf jeden Fall mit. Dann werdet ihr es auf jeden Fall sehen. So, der Lennox spielt noch. Und ich mache jetzt mal einen Obstteller, weil wir haben schon 4 Uhr. Und in einer Dreiviertelstunde müssen wir dann den Niemann abholen. Genau. Ich habe hier noch eine überreife Banane. Die werde ich nutzen. Trauben hatte ich heute Morgen gekauft. Apfel, Granatapfel. Also wir haben alles da. Und deswegen muss man jetzt in der Jahreszeit und sowieso, wenn es eigentlich so gut geht, viel Obst und Gemüse essen. Frisches. Das tun wir jetzt mal. Ich habe jetzt hier einfach erstmal nur ein paar Trauben und eine Banane geschnibbelt. Genau, das essen wir jetzt erstmal und dann mache ich heute Abend uns nochmal einen großen Obstteller. Ja, wir sind auch schon die ganze Zeit dabei. Also als es Maddie schon nicht so gut ging, haben wir hier alle mal inhaliert. Wir haben hier so ein Inhaliergerät. Ist wirklich klasse. Also gerade wenn es einem nicht so gut geht, Schnupfen, Husten, benutzen wir das immer ganz gerne. Was hast du da deine Socki angeschleppt? Möchtest du deine Socken anziehen, Maddie? Nee? Ich glaube, der Maddie ist noch müde vom Kindergarten. Kann das sein? Kann das sein? Ha? Ja, da ist eine Kindergartentasche noch. Die kannst du mal holen und ins Zimmer bringen. Guckt euch bitte nicht um, wie es hier überall aussieht. Ich zeige es euch gar nicht, weil, wie gesagt, im Krankenlager momentan schaffe ich einfach nicht viel vormittags. Ich bin mich wirklich die letzten Tage viel am Ausruhen gewesen. Ich habe mich vormittags dann einfach auch hingelegt, 1-2 Stunden, und habe einfach mal nichts getan, dass ich mich schnell wieder erhole. Denn es wäre natürlich blöd, wenn ich jetzt in den Ferien dann flach liege. Ne? Aber wie gesagt, es geht bergauf. Und ich würde auch nicht filmen, wenn es mir jetzt schlecht geht. Ich glaube, das wisst ihr aber. Dennoch möchte ich gerne jetzt für Mittwoch natürlich das Video für euch haben, dass ihr was zu gucken habt. Genau. So, jetzt essen wir mal den Obstteller, bevor wir gleich schon wieder los müssen. Marlon nimmt sich jetzt auch ein bisschen Obst. Was Gesundes, ne? Mhm. Marlon, du warst nämlich auch ein paar Tage ein bisschen erkältet mit Schnupfen, ne? Mhm. Aber geht's wieder gut. Ja. Zum Glück. So, wollen wir mal was bauen hier? Mhm. Ein großes Haus. Ja. Guck mal, was wir für ein tolles Haus gebaut haben. Oh. Das sieht aus wie ein Hexenhäuschen, oder, Maddie? Mama? Ja. Ja, kannst du noch eins dran machen? Also die Steine sind echt toll, oder, Marlon? Ja. Die haben wir letztes Jahr, hat Maddie die, glaube ich, zum Geburtstag oder zu Weihnachten bekommen? Zu Weihnachten. Zu Weihnachten, ne? Mhm. Also die haben sich auf jeden Fall schon bewährt. Die sind echt fertig. Cool. Fertig? Fertig? Ja. Und was wollen wir jetzt bauen? Ein Auto? Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Übrigens haben hier einige, der Marlon, die Daumen gedrückt
für seinen Englischtest. Und Marlon kann euch ja mal verraten, was Marlon bekommen hat. Eine 2. Genau, eine 2. Eine super gute 2 hat er geschrieben. Er hat tatsächlich nur ein einziges Wort falsch gehabt und hat deshalb eine 2 bekommen. Also wäre das noch richtig gewesen, dann wäre es eine 1 gewesen. Aber das ist egal. Wir waren total happy mit einer 2. Ja. Und Marlon auch, oder? Mhm. Richtig happy. Da hat sich das ganze Lernen nämlich auch gelohnt, ne? Und ich zeige euch mal, was ich gekauft habe für Englisch. Moment, ah, guck mal, hier ist noch ein Stein. Ich komme sofort. Ich habe nämlich jetzt für Englisch einmal diese Karteikartenbox-Kiste. Warte, ich zeige es euch mal. Gekauft. Genau, das habe ich gekauft. Hier sind einmal so Karteikarten drin. Mhm. Verschiedene Farben. Fand ich gar nicht schlecht. Dann kann man eben das auch nochmal unterteilen. Und dann hier so eine Box. Hier sind auch nochmal Karten drin. 400 linierte Karten, also ist einiges. Und in den Ferien werden wir das einfach mal angehen und auch einfach mal üben. Denn auch Lennox hat ja jetzt Englisch. Ne, Lennox? Mhm. Und da können wir das natürlich auch mit Lennox gut gebrauchen und üben. Genau. Lennox, möchtest du mit zu Papa fahren, gleich abholen? Mhm. Ja? Mhm. Okay, Noxy ist immer so lieb, der kommt mit mir. Und Maddie. Maddie lasse ich ja nicht hier alleine. Marlon, der bleibt dann meistens hier und liest ein bisschen was oder so. Aber der Lennox und der Maddie, die begleiten mich immer, den Nimon abholen. Jetzt sitzen wir alle hier zusammen und halten Familienrat. Wir wollten ja eigentlich gerne in den Herbstferien mal wegfahren, ne? Ja. Was habt ihr denn für Wünsche? Wo würdet ihr gerne schwimmen? Kletterwald und Schwimmen. Kletterwald, genau. Da hatten wir vorhin mit Pascal gesprochen. Genau, vorhin war nämlich... Was möchtest du, Maddie? Trecker. Den Trecker? Ja. Frag doch Lennox, ob du den Trecker mal bekommst. Also auf jeden Fall waren wir letztes Jahr, glaube ich, oder war das Anfang des Jahres? Ich kann es euch gar nicht mehr sagen. Mit meinem Bruder zusammen im Kletterwald. Und das war richtig toll. Also da haben die beiden Großen auch schon richtig mitgemacht, ne, Marlon Lennox? Mhm. Ja. Ihr konntet da richtig mitklettern. Du nicht. Maddie nicht, aber da ist auch ein ganz großer Spielplatz unten. Da kann man kann Maddie dann spielen. Mit der Mama und mit der Oma. Doch einer war mit da mit Maddie. Er hatte da Maddie im Spielplatz da gespielt. Genau, Maddie war mit dabei, aber er ist nicht geklettert. Ja, ja, auf jeden Fall, das steht auf dem Plan, wenn gutes Wetter ist, dass wir das auch mal machen wollen. Dann nehme ich euch da auch mit. Ja, schwimmen. Schwimmen wollen wir tatsächlich schon, Gott, seit 2 Jahren. Dann waren ja erst die ganzen Schwimmbäder zu. Dann war hier bei uns das Schwimmbad zugeschlossen und... ja, jetzt ist das alles auch noch doof, weil man, glaube ich, immer nur 2 Stunden buchen kann. Mhm. Aufgrund der Situation. Und das lohnt sich halt einfach für eine Familie nicht. Also ich bin ja allein schon 1 Stunde mit An- und Ausziehen und Duschen beschäftigt mit allen 3 Kindern. Und dann nur 1 Stunde im Bad, das ist ein bisschen blöd. Mal gucken, ob es in den Ferien woanders vielleicht auch länger geht. Genau, das wollten wir mal machen, ne? Ja. Schwimmen, genau. Maddie, möchtest du dann auch ins Schwimmbad? Großen. Im großen Schwimmbad? Ja. Oh. Ja, der Maddie, der war nämlich, glaube ich, auch. War der Maddie Bob schon mal mit uns schwimmen? Doch, einmal bei... Da! Einmal, ne? Ja. Einmal in Frankfurt. Oh ja, genau. Stimmt. Vor... 2 Jahren. Oder 2 Jahren? Ein Jahr. Vor einem Jahr. Gott, ich weiß nicht mehr. Gut, dass du ein gutes Gedächtnis hast, Lennox. Genau, letztes Jahr waren wir ja in Frankfurt bei meiner Oma. Und da waren wir im Sommerferien im Schwimmbad, genau. Und da war Maddie eine richtige Wasserratte, das weiß ich noch. Pink oder orange? Ja, stimmt, da war er schon mal. Pink oder orange, Lennox? Tanzt du? Aber was sagst du? Pink oder orange? Pink. Orange. Oh, orange. Was hat denn der Melli da? Oder Mai? Ist der wach? Oh, wie kuschel. Kennt ihr das noch? Ich bin auch. Oh. Also wer uns länger verfolgt, der weiß, dass es das letztes Jahr zu Weihnachten für Lennox gab. Und Maddie liebt es immer noch. Der kann reden, ne?
Und dann ist richtig so die Augen auf, so zzzz. Mhm. Nicht Ohr. Nicht Ohr knicken, ne? Bei Ohr macht Ei. Aua. Ei. Genau, Ei darfst du. Musst du aufpassen, da Ohr. Augen auf. Der macht Augen auf und zu, ne? Welche Farben hat die Augen? Blau. Blau? Schwarz. Schwarz, genau, schwarz. Das ist das? Das ist schwarz. Aber, Oh, das Baby will auch essen. Okay. Ja, also wie ihr wahrscheinlich schon merkt, Maddie ist richtig am Erzählen. Das ist so, so süß. Fängt jetzt richtig an zu reden und zu plappern. Richtig schön. Ja, ich muss mir jetzt mal einen Bonbon holen, weil meine Stimme wieder versagt. Ach, das ist echt ein bisschen blöde, aber naja. Genau, ich würde sagen, wir ziehen uns gleich mal an und gehen den Niemann abholen. Huch, hier ist ja ganz dunkel. Ich wollte nochmal Maddys Kindergartenrucksack eben wegräumen. Ja, jetzt habe ich hier noch ein bisschen Obst. Das werde ich jetzt nochmal mit den Kindern essen. Das Zimmer räume ich jetzt gar nicht erst auf. Da spielen wir bestimmt gleich nochmal, wenn wir wiederkommen. Ich mache aber jetzt hier mal die Heizung aus. Und genau, dann fahren wir jetzt erstmal los. So. Ich bin bewaffnet mit Bonbon. Ein Bonbon abheben. Bonbon, du willst auch einen Bonbon haben? Ja, ja. Jetzt. Jetzt hat Mama keinen Bonbon. Mama hat doch Auer im Hals, deswegen habe ich einen Bonbon. Nee. Es regnet auch. Oh ne, jetzt gerade mal nicht. Das ist gut. Es hat heute Morgen jetzt geregnet, ne, Wendy? Ja. So. Das Auto ist ganz bar, das muss Mama unbedingt mal waschen. Oder in die Waschanlage. So, meine Tasche ist auch noch im Auto. Dann holen wir jetzt mal den Papa ab. So, jetzt habe ich mich hier hinten hingesetzt, weil Maddie möchte nicht, dass ich vorne sitze bei Papa. Ne? Du Quatschkopf. Ja, ich weiß, du möchtest das nicht. Lennox ist mitgekommen. Jetzt warten wir noch eben. Papa hat jetzt frei, aber er muss jetzt erst noch rauskommen. Ne? Warten wir noch kurz auf Papa. Und der Maddie hat da seine Kamera dabei. Da hat er Musik gerade gemacht, ne? Hast du ausgemacht? Ja. Na gut, dann geht's heute noch mal etwas früher ins Bett. Nein. Morgen ist Kindergarten und Schule nochmal und dann sind Ferien. Und dann müsst ihr nicht mehr so früh ins Bett, ne? Aber ich glaube, der Lennox ist schon müde, oder? Nee. Sieht aber anders aus. Nein. Na gut, dann muss ich mal gleich gucken, was wir zum Abendbrot noch essen. Es sind ja noch ein paar Tortellini da. Ich glaube, es ist noch eine Laugenstange da. Die könnten wir nochmal toasten. Mal gucken. Salat machen? Nein. Ja, müssen wir mal gucken. Ich werde gleich mal gucken, auf was die Männer Hunger haben. Ich habe jetzt irgendwie keinen großen Hunger. Was anderes? Ja, okay, Maddie. Wir gucken gleich mal, was wir machen. Dann zeige ich euch mal, wie ungefähr unser Abend dann aussieht. Ist natürlich jeden Abend anders. Aber genau, momentan gucke ich abends total gerne eine Serie auf Netflix. Oh, ich suchte die mit Nimon gerade. Aber zeige ich euch später mal. Da kommt der Papa auch schon. Hallo, Lennox. So, der Papa ist jetzt auch da. Nimmst du gerade auf? Ja. Hallo. Live von der Arbeit. Hallo. Livestream, so live? Nee. Ah, ich dachte so live. Das darf ich ja erst, wenn ich 1000 Abonnenten habe. Ja, das wäre krass, ne? Da musst du wirklich aufpassen, was du aufnimmst und so. Oh ja, nicht nur reden, sondern was du aufnimmst, weil du kannst nicht irgendwelche Sachen wegschneiden sofort. Man muss aufpassen, was man sagt. Man darf dann natürlich nicht verplappern. Beziehungsweise darf man ja wohl.
So, fahren wir wieder ab nach Hause, Medi? Oder wollen wir mal Auto waschen? Ich glaube, das lohnt sich nicht, ne? Nee. Schlechtes Wetter gemeldet. Ja, das Auto sieht ganz schlimm aus, aber es ist Regen gemeldet, Medi. Dann bringt das eigentlich nichts. Waschen wir die Tage. Wochenende. So, wir sind jetzt wieder zu Hause angekommen. Marlon, hast du noch ein bisschen gelernt für Deutsch? Ich habe jetzt hier das Deutschbuch und werde mal jetzt noch ein bisschen abfragen, dass er den Test morgen auch schafft, ne? Ja. Die Arbeit. Und dann werde ich mich ans Abendessen machen für alle Mann. Und ja, dann haben wir auch schon 5:30. Genau, also wir üben jetzt noch ein bisschen für Deutsch. Was hast du gerade gesungen, Medi? Bookie. Medi wollte hier so ein paar Cracker essen. Hier, die hat er auch im Kindergarten. Und ein zwei Äpfelchen haben wir noch hier. Marlon isst heute eine Laugenstange mit ein bisschen Gemüse. Lennox isst ein Stück Toast, auch mit Gemüse. Und dann haben wir hier so eine türkische, aus dem türkischen Laden, eine Pastete. Die essen wir total gerne. Ja, die mache ich dir drauf jetzt, Medi. Unbezahlte Werbung. Unbezahlte Werbung, genau. Lennox weiß schon Bescheid. So, jetzt warten wir noch auf Nimon. Und dann essen wir eben. Ich und Nimon essen noch die Tortellini von heute Mittag. Ne? Und dir schmier ich jetzt auch noch ein Brot. Ja, genau. Unser Abendbrot sieht immer anders aus. Also eigentlich essen wir abends kein Toast, sondern ein Brot. Aber jetzt wollte Lennox eben ein Toast. So, wir sind fertig mit Abendessen. Ne, Noxi? Mhm. Jetzt ruhen wir uns noch ein bisschen aus und unterhalten uns noch ein bisschen. Ja. Jetzt sitzen alle zusammen. Nimon ist gerade mit Medi zur Toilette. Ja, und dann werden die Kinder sich gleich Bett fertig machen. Wie gesagt, morgen ist ja noch einmal Schule. Freitag. Genau, morgen ist Freitag. Und ja, dann wollte ich mal euch erzählen, was wir für eine Serie gucken. Ich weiß nicht, ob ihr mal Lust habt auf so Serienempfehlungen oder was wir halt schon gerne geguckt haben. Bei Netflix gibt es richtig, richtig tolle Serien. Falls ihr eine coole Serie zu empfehlen habt, schreibt mir das gerne auch in die Kommentare, die ihr uns empfehlen könntet. Und wenn ihr mal Lust drauf habt, könnten wir ja auch unsere Serien mal euch aufzählen, was wir so alles schon geguckt haben und was wir gut finden. Ne? Ja. Die Kinder haben nämlich jetzt auch gerade eine gute Serie angefangen. Ja, auf jeden Fall mache ich jetzt erstmal den kleinen Mann dann auch bettfertig. Die beiden Großen, deswegen könnt ihr euch jetzt schon mal verabschieden, weil wenn ihr im Schlafanzug seid, filme ich euch nicht mehr. Tschüss. Tschüss. Marlon, schlaf gut. Tschüss, YouTube. Genau. Tschüss. Tschüss. Ja, wir sehen uns später nochmal. Da melde ich mich noch einmal. Medi liegt jetzt auch im Bett. Ich mache mal ganz kurz die Musik leiser. Schläft aber natürlich noch nicht. Die beiden Großen sind jetzt auch im Zimmer, dürfen jetzt noch ein bisschen was lesen und ja, so eine halbe Stunde, denke ich mal, sind sie dann auch so weit, dass sie sich hinlegen. Ja, und jetzt haben Nima und ich noch ein bisschen Zeit, gemeinsam ein bisschen Fernsehen zu gucken und einfach ja, uns auszutauschen, wie unser Tag so war. Genau. Naja, ich werde jetzt mit Nima mir unsere Serie anmachen. Genau, ich wollte euch erzählen. Momentan gucken wir Blacklist auf Netflix und ich suchte die gerade richtig. Ich habe die angefangen vor 3-4 Wochen, glaube ich. Die hat insgesamt 8 Staffeln. Wir sind gerade erst bei der dritten. Und pro Staffel sind das, glaube ich, auch nochmal 16, 17, 20 Folgen. Also es sind wirklich sehr, sehr, sehr viele Folgen. Momentan sind wir bei der dritten und es ist so spannend. Also ich gucke sie auf jeden Fall total gerne. Und deswegen, ja, starten wir die Serie jetzt. Ich glaube, niemand kommt jetzt auch. Ja. Da bist du. Ich sage, dass wir unsere Serie jetzt starten. Welche Serie? Welche Serie gucken wir denn schon seit 2 oder 3 Wochen? Blacklist. Ja, genau. Ja, na gut. Ich werde mich jetzt einmal abschminken gehen. Mich in meinen Pyjama schmeißen und hoffe, das Video hat euch gefallen. Die spontane Idee, einfach mal heute Nachmittag die Kamera anzuschmeißen. Genau, demnächst haben wir ja, wie gesagt, Ferien und niemand hat auch Urlaub. Da werden wir auf jeden Fall dann hoffentlich auch ein bisschen was unternehmen können
und nehme euch dann mit. Also, habt einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dann. Tschüss.